Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen, oh Gott, ja, sind vielleicht zwei Ballen abgestürzt. Kann man machen, muss man aber nicht. So, wir machen natürlich jetzt heute mal weiter wieder mit dem Verladen oder ja, mit dem Entladen der Silageballen in den Fermenter. So. Ich habe ein bisschen Radio angemacht hier. Das ist es angenehm. So, nehmen wir gleich die zwei, was am Boden liegen, und am besten den da. Jo, perfekt. Das ist doch schön. So, Rückwärtsgang rein. Vorwärtsgang rein. So, und dann werden die nächsten hier abgeladen. Heute kommen natürlich auch mal wieder zwei Folgen. Das ist aber jetzt nur diese Woche so, weil halt eben ja die Folgen von der Gemeinderade ausgefallen sind, wegen weil wir einfach keine Zeit hatten an dem Tag zum Aufnehmen. Deswegen ist die halt für diese Woche leider ausgefallen. Deswegen ja, kommen hier dafür halt eben eine weitere Stappenbach-Folge. So. Und ja, keine Sorge, das neue Projekt startet auch demnächst, aber wir sind noch ein bisschen in der Vorbereitung. Wir müssen immer gucken, wann wir Zeit haben oder Zeit finden, weil das alles herzurichten ist, es hört sich nach wenig Arbeit an, aber es ist relativ viel Arbeit immer. Oh, 39% wurden von Feld 163 ist es normalerweise abtransportiert. Das ist doch auch nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So, ich muss jetzt einmal gleich gucken, ob ich das mit dem also die Silage, wo ich noch im Silo drin liegt, ob ich die mit dem 6M hier mache. Ob ich nicht haben wir überhaupt eine Schaufel? Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir haben keine Schaufel. Muss ich aber mal nachgucken. Ah, normal, nee, weil wir hatten vorher keinen Frontlader. Das heißt, oh Gott, ein bisschen Frontlader ist fast teilweise ein bisschen zu klein oder zu kurz der Arm, aber es geht so knapp. Mal gucken, wie sich das dann verhält, wenn wir da mit der Schaufel was reinschaufeln. Brauche ich aber auch dann auf jeden Fall auch ein Gewicht, weil das ansonsten nicht ganz so gut ist. Ah, wir sind voll, so wie es aussieht, aber ich hau die restlichen Silageballen trotzdem rein, weil dann erstens der Anhänger leer und zweitens, die kann ich dann auch anders schnell einfach drin schütten. Oh, der eine Ball schwebt ein bisschen, kann man auch machen. So. Zack. Und Leute, verzeiht mir, wenn ich heute ein bisschen müde bin oder mich nicht ganz so voll Elan bin. Aber ich habe heute mal wieder den ganzen Tag auf einem Holztask gearbeitet. Und doch, da waren drei, habe ich mir gedacht. Weil wir ein paar Käferbäume drin hatten. Und die wurden eben jetzt beseitigt. Und ich bin halt erst gerade eben vor ein paar Minütchen reingekommen. Aber noch nichts gegessen, muss man sagen. Also. Ich wollte jetzt einmal schnell die zwei Folgen aufnehmen und dann genüsslich essen, damit ich die dann einfach nur noch hochladen muss. So, passt, perfekt. Das heißt, wir fahren den Kollegen da hinten wieder ran. Oh. Kann sein, dass vielleicht noch der Rückwärtsgang drin war. Kann sein. Muss auch nicht. So, zeigt, der hat den akzeptiert. Ja. Kannst du auch mal ein bisschen drücken. So, dann ab geht's wieder zurück zur Wiese Schreckschiffeld 77. Und nur gucken, dass der hier jetzt nicht irgendwo kommt, der Fan, und uns wegschießt. Weil ich glaube, der stoppt nicht so schnell. So, Auto kommt, kann es nur Fußgänger, da sind wir vorher drüber, das passt auch. Ich muss sagen, momentan hat der Vent noch keine Probleme mit dem KI-Verkehr, mit dem Autos.
Mal gucken, ob es sich ändern würde oder ob es so bleiben wird. Es wäre natürlich praktisch, wenn es so bleiben wird. Aber das kann man natürlich nie wissen. Passt auch, da kommen keine irgendwo rauf. Oh Gott, da war ein Auto. Aber das haben wir zum Glück noch früh genug gesehen. So, warten wir ganz kurz, ob Peter da hinten hat aufgeholt. Das heißt, wir überholen. Zack, vorbei. Ups. Hat zwar falsch geblinkt, aber egal. Kommt der Kleine da hinten vor? Ne, der kommt nicht vorbei, ne? Ne, kommt er nicht. Oh, der ist auch schon gleich da. So, ein paar Ballen liegen ja hier eben noch rum. Die wollen wir noch wegräumen müssen. So, perfekt, dann halten wir einfach mal ein Stück weit fahren wir noch. Hier würde ich dann sagen, ja. Oh, der ist uns nicht reingefahren. Das ist immer angenehm. So. Oh ja, gut. Ich bin jetzt gerade wirklich erstaunt, dass er mir nicht reingefahren ist, aber anscheinend hat er es kapiert, dass es nicht so gut ist für die Kabel und auch nicht für sich, weil es ihn dann nach vorne haut. Wenn er mir die ganze Zeit da hinten in Anhänger reinfährt. Oder Ballenwagen ist er eigentlich. So, zeigt einfach mal die nächste Ladung auch wieder hoch. So, ja, unsere gestrige Taktik war ja relativ gut. Ich muss noch ein bisschen anders daran fahren. Ja, das kann man so lassen. Zwar ein bisschen kurz gewackelt, aber geht noch. Ist glaube ich noch nicht allzu schlimm. So, haben wir da direkt drei in der Bahn liegen. Ja, kann man so sagen. Das heißt, zack. Und dann nochmal hier den hier mitgenommen. Perfekt. Es läuft da wie ein Schnürchen hier. Da packt man die auch noch mal drauf. Und allzu viele haben wir dann gar nicht mehr. Also ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber meine Vermutung ist, dass wir das mit dem Anhänger sogar schaffen. Ja doch, das müssten wir schon schaffen. Weil wir haben dann eine Gabel, können wir ja auch noch mal drei Stück mitnehmen. Und da müsste es eigentlich schon gut funktionieren. Ja, boah. Ich sitze davon jetzt minimal in der Luft. Aber gut, kann ich jetzt auch nicht ändern. Sie stehen drauf, sind noch nicht umgefallen, das heißt, es hält. So, nehmen wir die zwei mit. Und den hier vorne. Oh, gehen sie wieder raus. Natürlich auch angenehm. So, dann müssen wir natürlich noch auf den nächsten Tag warten, dass wir hoffentlich ganz gut Geld von der BGA kriegen, damit wir uns endlich unsere Feldnummer, lass mich lügen, 81 kaufen können, so heißt es. Das können wir ein bisschen Abstand, aber ist mir schon nachgefallen, weil wir kaufen, hört sich ein bisschen falsch an und dann habe ich halt noch können dran gesetzt. Aber gut. So. Ja, minimal. Ja, da hat zwar ein bisschen, aber so kommen wir auch voran. Was hat der doch? Das war wieder zu viel. Mit dem Pedal kann man irgendwie nicht so sanft fahren. Ein Stückchen und ein Stückchen. Ja, so lassen wir stehen, passt. Ne, Spanker dürfen wir noch nicht rummachen, da holen wir erst nochmal eine nächste Gabel voll. So, was machen die da oben? Steht überall. Ach, sind die gerade am Abtanken? Ne. Aber oh, die haben glaube ich irgendein. Oh. Das sehe ich natürlich nicht gerne. Jungs, was macht ihr denn?
Lauf. So, warte mal hier. Nein, bleib doch mal stehen, meine Güte. Jetzt, Alter. Ich muss den auch rausschmeißen, das wird nichts. Kannst du vergessen. Ja, warte mal so. Wir fahren jetzt den hier weg. So, fahr du jetzt erstmal wieder zu deinem Punkt. So, hier machen wir wieder das Gerätchen an. Und setzen die wieder auf deine Bahn an. So. Passt, geht doch. Wieso denn nicht gleich so? So, wir sind Lautstärke runtersetzen müssen. So, passt. Aber müsste eigentlich in der Aufnahme noch alles gleich sein, oder? Wartet kurz. Kurz testen. Ja, ein bisschen Unterschied ist, aber gut. So, passt. Packen wir den da auch drauf. Ja, ja, ja. Ja, das war ein bisschen zu weit vor wieder mal. Ein Stückchen minimal. So, jetzt sind sie auch nicht mehr im Boden drin, das heißt, das passt. So, schnell wieder rückwärts raus und Spanngurte rum. Ich habe das Gefühl, ich habe diesmal ein bisschen besser gehalten, ist nicht ganz so schräg. Oder? Ne, es ist ja auch einfach flacher. Ich glaube, ich sollte in Zukunft immer hier unten parken. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. So, dann machen wir uns die da vorne nochmal. Zack, den in der Ecke. Hammer. Die zwei hier und dann haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenn ich mich nicht verzählt habe. Müssen wir noch 8 Stück hinten rumliegen haben. Die, ja, die gehen noch drauf. Ja, hier gehen jetzt nochmal 3 drauf. Hinten nochmal wahrscheinlich. Ja, ob hier, ja, müssen eigentlich nochmal, also 6 gehen jetzt noch locker drauf. Und dann oben nochmal jeweils 2. Ich weiß nicht, was es liegt, aber ich das Gefühl gehabt, man konnte früher mal ein bisschen gefühlvoller fahren. Aber gut, es kann natürlich auch an mir liegen. Keine Frage. So, haben wir. Nehmen wir den hier noch mit. So. Dann sieht das auch gut aus. So, würde ich tatsächlich stehen. Ja. Wieso hängen die jetzt so komisch? Naja, gut. Ist mir egal. Wieso habe ich denn die Hand? Das verstehe ich auch nicht so ganz, wieso ich immer dieses Handsymbol habe. Aber gut. Ach so. Weil ich es ja standardmäßig anfassen könnte, aber sie sind ja eben zu schwer. Oh, 44% wurden von Feld 163 transportiert, das sehe ich doch gerne. Das sehe ich doch wirklich, wirklich gerne. So, die kriegen wir nicht alle mit Charlie. Schade, schade. Aber dann müssten es eigentlich alle gewesen sein. Wird mit den zwei da noch? Ja, das kriegen wir easy hinten drauf alles. So, muss ich nicht mal mehr was auf die Gabel packen. Aber wieso die 1, 2 jetzt da so schräg stehen, also stehe ich auch nicht. Entweder die Kollision da irgendwie komisch oder I don't know. So, rückwärts können wir den und zack. Ja, ja. Zwar leicht verschoben hat es zwar, aber. Ja. Ja, warte, ich habe da eine gute Idee. Ich mache jetzt erstmal einen Spango drum. So, da hängen sie schon mal.
Aber bei. Ich könnte es eigentlich auch gleich schnell machen. Und zwar so. Das ausschalten und dann so. Weil dann kann ich nämlich da von unten ein bisschen ranfahren und die ein bisschen nach oben schieben. Dann muss ich sie nämlich nicht mit der Hand anfassen und dann backen die da irgendwie wieder durch und. Nee. Dann machen wir schön so. Durch sanfte. Ein Stückchen. Ja, so sieht das Ganze doch gut aus. Der obere, ja, ist ein bisschen. Hängt noch ein bisschen rüber, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, der muss jetzt da noch hin. Zack, zack. Dann nehmen wir die zwei da hinten noch. Und dann haben wir balltechnisch zum Beispiel wieder alles aufgeräumt. Ja, das ist. Das ist schön. Das ist immer angenehm, wenn man die Aufgabe abgeschlossen hat. Aber für den 6M ist da noch keine Pause, weil dann heißt es direkt düngen. Alle Felder mal kurz ab, alle Wiesen und Felder. Braucht er, stimmt, die Felder brauchen auch noch Düngen. Das ist erst die erste Stufe drauf. Das heißt, viel lange Arbeit wird dann lange im Einsatz sein. So, schalten wir das mal aus. Weil dann können wir die nämlich so drauf packen. Dann nimmt er von den anderen keinen mehr. So. Passt. Ist nur die Frage. Ja, wir können die hinten so quer drauf stellen. Das geht. Oh. Ja. So war es natürlich nicht geplant. Ich stehe auch schon wieder komplett schief. Geht doch so nicht. So, es ist schon richtig knapp, dass der Frontlader hoch genug raufkommt, der kleine. Geht das? Ja, das geht, das geht. Die halten schon, hoffe ich mal. Ja, ein bisschen gewackelt, aber geht. Zack. Kann ich da auch noch irgendwie was? Ne, kann ich nicht, okay. So, das passt. Dann können wir das ausschalten und zusammenklappen. Ah, ne, warte mal, das war ja aus. So, jetzt ist... Jetzt ist wieder aus, passt. Dann können wir dem sagen, er soll uns hin. Warte, Vorwärtsgang muss ich ihm natürlich geben. Sonst kommt er nicht klar. Zack. Nein, nein. Oh, fein, fein. Fein gemacht, Bubi, ganz fein. So. Oder? Ja, geht doch. Dann müssen wir natürlich wieder aufpassen hier. Ah, der eine hängt irgendwie so schief. Keine Ahnung wieso. Da ist die Kollision halt irgendwie falsch, ne? Ja. Ne, ich fahr vorne raus. Ist mir sympathischer, muss ich sagen. So. Bisschen bremsen, bisschen bremsen. Ich fahr hier. Ich fahr hier, hier ist eh schräg. Das heißt, ich fahr hier runter. Gucken, dass da hinten auch alles klappt, so wie es soll. Passt, geht. Hier mal wieder auf was? Ah ja. Ach, das ist mir jetzt gerade auf. Ach nee. Oh, wollte gerade sagen. Ich hab schon wieder, wollte schon wieder rumjammern, dass der Effekt schon wieder beim Kartoffelernter feststeckt, aber das Problem hat sich, glaube ich, so wie es aussieht, selber gelöst. Das ist auch angenehm. Das sehe ich gerne. Dass wir kompakte Leute haben. Ich muss sagen, die Straßen sind ja aber auch nicht breit hier, ne? Innerhalb. Also für große Maschinen, oh, schwierig. Also mit unserem Tucano wird es teilweise schon ein bisschen schwierig. Aber es ist noch zum Meistern, aber wenn man jetzt einen großen Lexion hat, dann kann ich das eigentlich vergessen. Kommt man nicht um die Kurve rum, meines Erachtens. Also rein vom Augen, vom Augenschein her. Oder vom Anblick. So, den Herr, ist es ein Herr? Ja, es ist, glaube ich, ein Herr, laden noch schnell rüber. Der Kleine kommt auch, perfekt, da hat er gleich wieder aufholen können in der Zwischenzeit.
Vögel aus dem Weg. Da kommt ein schweres Gerät. Also ich meine den Traktor mit Anhänger, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, nicht, dass ihr da irgendwie auf falsche Gedanken kommt. Passt, da kann man ja schon drin. Oh. Das ist, ja, hat ein bisschen gewackelt. Aber es ist noch alles drauf geblieben. Ich weiß jetzt nicht, an was es gelegen hat, aber es hat irgendwie ein bisschen halt eben gewackelt. Oh Gott, da war eine Mauer, aber bin nicht reingefahren, alles gut. So, wir fangen mal mit denen hier an. Zack, und die letzte hintere Reihe, wo die zwei auch noch oben drauf sind, mache ich dann zum Schluss. Na, schaffen das heute noch alles 21. Oh, warte mal. Ich glaube, wir müssen vorher ein bisschen warten. Da ist irgendwie. Oder wir spulen mal ein bisschen vor. Ganz, ganz minimal. Ja, das sieht gut aus. Zack. Lass mir jetzt einmal das Ganze mal kurz laufen, während ich. Ah, Hilfe. Versucht die hier ein bisschen, die wo hier auch noch drin liegen, irgendwie ein bisschen hier. Aber warte mal, ich hau den mal ganz kurz wieder auf Null. Stopp, das war die falsche Taste. Also hier ist ein bisschen laut, ne? Zack, 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 passt. Ah, den einen hat er genommen. Das heißt, zack. Ich weiß nicht, ob wir alles reinkriegen, ich glaub's nicht, ansonsten mal noch ein bisschen vorspielen wieder. Dann hallo? Ah, doch. Haben wir schon gedacht, wieso den nicht annimmt. Ich war einfach ein bisschen zu weit weg. Ja, in 3 Minuten schaffen wir das auf jeden Fall, die da reinzupacken. Aber es ist schon wieder 15:11, weil die Zeit ist schnell vergangen, muss ich sagen. Aber unsere Felder sind schon alle bestellt und das ist eigentlich so wunderbar. Nur was mir gerade einfällt, ich werde wahrscheinlich, außer, oh, das kann ich eigentlich auch machen. Oder ich muss ja gucken, weil wahrscheinlich wird der 6M zum Düngen dran kommen. Und das heißt natürlich für mich, der Farmer muss ran zum Schippen von der Silage, die da noch im Silo liegt. Oder sollen wir uns. Ist halt die Frage, was sich mehr lohnt, ob wir uns ein bisschen ein größeres Gerät mieten sollen, also einen Scorpion oder sowas oder einen anderen Telelader, ist ja egal welchen. Oder ob wir das selber machen sollen. Kann ja leider nicht dann auf die Kommentare eingehen, weil ich die Folgen jetzt hintereinander aufnehme. Aber ja, wie machen wir es dann am Schlauschen? Ich muss mal gucken, also CSZ-Pack gibt es ja die ein oder anderen. Oder? Da wird noch einer. Große Schaufeln, aber ich habe halt die Befürchtung, dass der Traktor dafür zu klein ist und nicht ausgelegt ist vom Gewicht an sich her. Wir könnten ihn so hinten Gewicht, ja, gucken wir gleich mal nach, bevor wir jetzt hier irgendwelche Spekulationen aufstellen, die wohl sich dann gar nicht als wahr herausstellen. Gucken wir lieber mal nach. Zack. Passt. So, warte mal. Wenn jetzt sicherlich noch welche drin liegen, oder? Ah, ich komme da so nicht rein. Wartet. Ich muss den kurz ein bisschen vorfahren und als das Übergang nutzen. So. Nee, ist es alles drin. Das ist gut. So, hoppala, hier ein bisschen drüber. So, das heißt, dann schalten wir das aus, das klappt nicht zusammen.
Und dann lassen wir den hinterherfahren. Ich kann natürlich. Nee, ich glaube, fürs Düngen ist tatsächlich der Farmer wieder dann wieder zu klein. Ja. FF wurde noch blockiert. Oh. Ach Jungs. Was macht ihr denn da? Geht doch so nicht. So. Ein Anhänger hinten. Ja, okay, ist rumgekommen. Aber er hat. Hat ihn verschoben? Ich glaube schon. Aber ich lasse ihn einfach mal weiterarbeiten. Oh. Kollege, ja, also. Ja, hat irgendjemand was von Pause gesagt? Ich glaube nicht, oder? Also. Boah. Wieso ist jetzt der gegen den Fermenter gefahren? Das würde mich jetzt schon interessieren. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden. So. Ja, danke schön. Nein. Gut. So, passt. Das heißt, ich werde das wunderschöne Schmuckstück jetzt nach Hause fahren, aber ich darf mich von euch auch schon wieder verabschieden, denn wir sind für die erste Folge vom Sonntag auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen, wäre natürlich sehr nett. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann mittags zu einer zweiten und weiteren Folge hier auf der Stappenbach. Und bis dann, macht es gut. Ciao, ciao. Stopping us, fly without boarding pass, couldn't catch me, I'd be moving fast.